Am Anfang steht Abraham oder Ibrahim, wie die Araber sagen. Er ist der Stammvater aller Semiten, also der Juden und der Araber. Und im Alten Testament der Juden steht geschrieben, dass Abraham, der ja aus dem heutigen Irak in das gelobte Land gekommen war, von seiner ersten jüdischen Frau Sarah einen Sohn, Isaak, hatte. Und der ist der Stammvater Israels. Und mit einer Nebenfrau oder Magd, Hagar, hatte er einen zweiten Sohn, Ismael. Der wurde dann auf Betreiben der Sarah verstoßen und buchstäblich in die Wüste gejagt. Und dieser Ismael ist laut der Bibel der Juden der Stammvater der Araber. Es geht also hier nicht nur um einen politischen und territorialen Streit, hier geht es um einen Streit um die Gunst Gottes. Das rituelle Schlachten eines Hammels knüpft an das Opfer des Ibrahim an, der auf Weisung Gottes seinen eigenen Sohn als Zeichen seiner bedingungslosen Unterwerfung töten sollte. Doch im Islam ist es wiederum Ismael und nicht Isaak, wie in der jüdischen Überlieferung, der dieser schrecklichen Prüfung ausgesetzt und durch das Eingreifen des Engels gerettet wird. Als Huldigung an die Gottergebenheit Ibrahims, der Versuchung widerstand, sich gegen Allah aufzulehnen, vollziehen die Pilger in Mina alljährlich die symbolische Steinigung des Teufels. Sie schleudern dabei kleine Felssplitter, oft auch ihre Sandalen, und entsagen den Blendwerken Satans. Die fromme, uferlose Gemeinde der Muslimin versammelt sich vor dem Berg Arafat, wo Adam und Eva sich nach ihrer Verstoßung aus dem Paradies in einer Wüstenumwelt wiederfanden. Dort erinnern sie sich vielleicht an jene ferne Erzählung des Hadith, als seinerzeit ein durchreisender Jude den neugeborenen Mohammed in Mekka erblickte, brach er in Verzweiflung aus und wurde ohnmächtig. Hatte er doch an dem Kind das Zeichen des Propheten erkannt und begriffen, dass nunmehr der Vorzug der Auserwählung von den Banu Israel auf die Banu Ismail übergegangen war. In der Stadt Medina, vor der koranischen Offenbarung Yathrib genannt, befindet sich das Grab Mohammeds. Nach Yathrib war der Prophet zu Beginn seiner Verkündung geflüchtet, als die feindselige arabische Kaufmannschaft von Mekka in ihrer heidnischen Unwissenheit nach dem Leben trachtete. Medina, dieses zweitgrößte Heiligtum des Islam, steht noch ganz im Zeichen des jüdisch-mohammedanischen Gegensatzes. Unmittelbar nach der Hijra, die selbstbewussten Juden von Yathrib, damals eine Palmenoase, wie wir sie aus vielen Ländern der arabischen Welt kennen, hatten es abgelehnt, sich die prophetische Botschaft Mohammeds zu eigen zu machen, obwohl diese in ihrer eigenen Lehre wurzelte. Die Annäherungsversuche des wirren Predigers aus Mekka waren von der mosaischen Gemeinde Medinas höhnisch abgewiesen worden. Das blutige Strafgericht, die Vertreibung und teilweise Ausrottung der Juden durch die eifernden Gefährten Mohammeds ließen nicht auf sich warten. In Medina wurde zum ersten Mal der heilige Krieg, der Dschihad, entfacht. Selbst wenn dieser nicht zu den Grundgeboten, den fünf Säulen des Islam zählt. Mohammed wurde Feldherr, seine Gefährten, die Ansar, bewährten sich als Kämpfer. Aus den Suren des Koran klingt eine ganze Folge von eindeutigen Appellen an die Gläubigen. Sie sollen auf dem Wege Allahs streiten, sie sollen töten und getötet werden, sie sollen die Feinde des Islam unterwerfen oder vernichten, um des Paradieses und der himmlischen Gärten teilhaftig zu werden. Mohammed ist in den Augen seiner Gläubigen das Siegel der Offenbarung. Er war auch Feldherr, er war aber vor allem Gesetzgeber, und der Koran ist in ganz wesentlichen Teilen ein gesetzgeberisches Buch, wo alle Aspekte des öffentlichen und privaten Lebens geregelt sind. Der Islam war von Anfang an eine zutiefst politische Religion und dadurch unterscheidet er sich vom Christentum. Denn die frühen Christen hatten kein Staatskonzept. Entgegen vielen Behauptungen war die Predigt kein politisches Programm, sondern ein Halbweg. Die Urchristen lebten in der freudigen Erwartung des jüngsten Gerichts. Und die Korangelehrten, die Ulama, erklären das immer wieder in den Gesprächen, die sie mit Christen führen. Sie verweisen auf Zitate aus dem Neuen Testament. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wer zum Schwerte greift, wird durch das Schwert umkommen. Und der Islam ist nun ganz anders, ganz politisch veranlagt. Dort besteht der Grundsatz Din wa Daula, Religion und Staat bilden eins, und die Politik ist gewissermaßen nur Bestandteil der Religion im gut und recht verstandenen Islam. In Medina hatte Mohammed den ersten perfekten Gottesstaat gegründet.
Deswegen macht es auch wenig Sinn, wenn wir heute den Muslimen von einer Übernahme unserer demokratischen und aufklärerischen Prinzipien oder gar des Pluralismus erzählen. Das Urprinzip des Islam ist der Tauhid, das heißt die Einzigkeit Gottes. Und die perfekte Gesellschaft ist jene, wo die Einstimmigkeit des Gottesvolkes die Einzigkeit Gottes widerspiegelt. Der Unterschied zwischen Islam und Juden ist anderer Natur. Ursprünglich war Mohammed vom Juden fasziniert gewesen, bis zum schweren Zwist, bis zur Entzweiung bei der Schlacht von Badr. Und dann haben sich die beiden Religionen ganz anders entwickelt. Während der Islam universal veranlagt ist, hat der Zionismus den wahren Charakter des auserwählten Volkes wieder herausgestellt, seinen tribalistischen Charakter auch unterstrichen. Juden und Christen gehören dennoch laut Koran zur Familie des Buches, zum Agitab, genießen also eine etwas bevorzugte Stellung. Aber es steht auch schon in der Fazia, in der Eröffnungsja, über die Juden geschrieben, dass Gott ihnen zürnt. Die ersten Pioniere des Zionismus, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert an den Küsten Palästinas landeten, waren mit der Absicht gekommen, den Rhythmus der neuen Zeit, den Geist der Modernität, in den verstaubten Orient des Osmanischen Reiches zu verpflanzen. Diese Juden hatten ihrer mehr oder minder brutalen Diskriminierung durch die Europäer mit der Rückkehr ins gelobte Land ausweichen wollen. Sie wiegten sich damals in der Vorstellung, die Araber, die noch von den Türken beherrscht wurden, als semitische Brüder in Abraham und als Mitstreiter für eine gemeinsame blühende Heimat akzeptiert zu werden. Diese Selbsttäuschung hat nicht lange gedauert. Die Kibbuzim, die zionistischen Siedlungen im Heiligen Land, entstanden anfangs im Zeichen eines utopischen Kommunismus. Vom Talmud hatten die Gründerväter weitgehend den Rücken gekehrt. Als David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 die Proklamation des Staates Israel vornahm, knüpfte er an den Zusammenschluss der 12 hebräischen Stämme unter den Königen David und Salomon an. 3000 Jahre waren seitdem vergangen. Die fortschrittlichen Zionisten sollten bald in Opposition geraten zur religiösen Urnatur des Judentums, ganz zu schweigen von jenen orthodoxen Glaubensbrüdern, die sich der Klagemauer zuwandten und auf die Ankunft des Messias warteten. Für diese extrem frommen Eiferer, die die Tracht des europäischen Ghettos nicht ablegen wollten, war der Staat Israel eine frühzeitige Vorwegnahme. Sie verweigerten den Wehrdienst in der israelischen Armee und betrachteten die Verwendung der hebräischen Sprache außerhalb der Synagogen als Gotteslästerung. Andererseits schien eine hemdsärmelige Fortschrittlichkeit nun einmal den diesseitigen Lebensrhythmus des neu gegründeten Judenstaates zu beherrschen, der aus den Abwehrkämpfen des Jahres 1948 hervorgegangen war. Schmelztiegel war die Armee, deren Wehrsiedlungen zunächst mehr nationalistisch als sozialistisch oder gar religiös ausgerichtet waren. Die Frauen, die in der Nachfolge der biblischen Judith an der Waffe ausgebildet wurden, drängten sich an die Spitze der bürgerlichen und säkularen Emanzipation. In den Städten der Küste setzte sich ohnehin ein modernistisches Existenzgefühl durch, und man betonte die überaus weltlichen Aspekte des Alltags. Im Umkreis der Dizengoff Avenue ergab man sich dem amerikanischen Way of Life. Als sich in Jaffa Nachtclubs und Diskotheken vermehrten, wurde das strenge Rabbinat an die Ausschweifungen von Babylon erinnert. Den Juden war es in unermüdlicher Arbeit gelungen, weite Teile des heruntergekommenen Palästina in einen blühenden Garten zu verwandeln. Das geschah allerdings auf Kosten der Besitzansprüche einer arabischen Bevölkerung, die für den Holocaust des europäischen Judentums nicht die geringste Verantwortung trug. Der ursprünglich bescheidene Exodus der europäischen Juden war erst unter der Rassenverfolgung des Dritten Reiches mit Anbruch der 40er Jahre zu einem breiten Einwanderungsstrom angeschwollen. Eine seltsame Umkehrung hat seitdem stattgefunden. Heute sind es die arabischen Palästinenser, die Nachfahren Ismaels, die in den Flüchtlingslagern eine karge, verbitterte Existenz führen. Die in die Rolle des ewigen Wanderers Ahasver gedrängt wurden, die von der Rückkehr in ihr gelobtes Land Palästina träumen, nach Philistin, wie sie es nennen. In der Verbannung aus der angestammten Heimat hat bei den Palästinensern eine seltsame Mimikrie, eine unbewusste Anpassung an frühe zionistische Vorstellungen, stattgefunden. Die Jugend der Hamas wird in militärischen Übungen auf den Widerstand und auf die Rückeroberung vorbereitet. Die hinhaltende Behutsamkeit der Alten und Besitzenden wird durch revolutionären Nationalismus, durch fanatisches Engagement verdrängt.
Die arabischen Vertriebenen wollen nicht in den Ghettos der international betreuten Flüchtlingslager verkommen, sondern ihre eigene Würde zurückgewinnen. Der israelische Feldzug im Libanon im Sommer 1982 bildete einen entscheidenden Wendepunkt in dieser endlosen, demütig endenden Wartezeit der Palästinenser auf ihre Revanche. Die Organisation zur Befreiung Palästinas hatte im Lande der Zeder einen sich revolutionär gebärdenden Teilstaat errichten können. Die Schlacht um Beirut reduzierte trotz spektakulärer Anfangserfolge den Glauben des Zionismus an seine Ekbit. Von einer jüdischen Vorherrschaft zwischen Nil und Euphrat, wie sie die Bibel versprochen hatte, konnte keine Rede mehr sein. Bei den Kämpfen am Libanon zerbrachen zahlreiche Wunschhäume. Das Massaker, das von christlichen Phalangisten in den Palästinenserlagern Sabra und Shatila verübt wurde, warf schreckliche Schatten. Die Todfeindschaft zwischen arabischen Christen und arabischen Muslimen, die tagtäglich in den Straßen von Beirut ausgetragen wurde, entlarvte die Vorstellung von einem säkularen, toleranten und multikonfessionellen Palästinenserstaat, in dem Juden, Mohammedaner und Christen gleichberechtigt leben könnten, als schwärmerische Utopie. An eine friedliche Koexistenz mit den Arabern konnten die Juden nicht mehr ernsthaft glauben. Die Palästinenser entdeckten ihrerseits, dass sie sich auf den Mythos des großen Nationalismus nicht verlassen konnte. Ihre Enttäuschung kannte keine Grenzen. Ihre Wut richtete sich gegen all jene korrupten Potentaten der Arabischen Liga, die sie im Stich gelassen hatten und sich opportunistisch den Interessen der Supermächte unterordneten. Die Kampfeinheiten der Hamas, so schien es zunächst, waren von den Israeli ins Meer geworfen, zu einem neuen fernen Exil verurteilt worden. Doch diese unzeitgemäße Präsenz rief neue furchterregende Kräfte auf den Plan. Bei ihrem Abwehrkampf gegen Israel verweisen die Araber gern auf die mächtigen Burgen, die die Kreuzritter im ganzen Orient hinterlassen haben. In diesen Festungen hatte sich die Christenheit mit dem Mut der Verzweiflung festgekrallt und dem Ansturm des Halbmondes standgehalten. Am Ende waren die Kreuzfahrer und ihre streitbaren Orden der muslimischen Überzahl erlegen. Der Blick der Israeli richtet sich seit geraumer Zeit auf jene Feldfestung Masada oberhalb des Toten Meeres. Wo nach der Zerstörung des hebräischen Tempels durch Titus die letzten Eiferer des jüdischen Widerstandes, die Zeloten, Zuflucht gesucht und ein letztes Bollwerk errichtet hatten. Als sie am Ende ihrer Kraft angelangt waren und ihre Versklavung durch die siegreichen Legionen Roms bevorstand, wählten die Zeloten mit ihren Familienangehörigen den Freitod. Bei vielen Juden Israels hat sich eine allmähliche Abwendung von den modernistischen, liberalen und aufklärerischen Idealen der hoffnungsvollen Gründerzeit vollzogen. Die Zahl der jüdischen Fundamentalisten, die von Anfang an im Stadtviertel Mecharim ihren Sammelpunkt hatten, vermehrt sich. Sie bilden bereits ein Drittel der mosaischen Bevölkerung von Jerusalem. Spätestens seit den Wirren der Intifada erweist sich der Zionismus in letzter Analyse als eine religiöse, mystisch motivierte Bewegung. Hier wird im Namen einer biblischen Verheißung der Anspruch des auserwählten Volkes auf das gelobte Land des Stammvaters Abraham erhoben. In Ost und West ist immer wieder gesagt worden, dass man auf eine globale Lösung der Orientkrise hinarbeiten müsse. Das heißt im Kuwait, im Libanon und im Heiligen Land. Und was nun Palästina betrifft und eine Lösung des dortigen Konflikts, da geben sich die meisten doch noch schweren Illusionen hin. Man will im Westen nicht begreifen, dass man in der Levante mit Konflikten auch Jahrzehnte, ja Jahrhunderte lang leben kann. Man braucht ja nur mit ein paar Palästinensern zu reden, um zu wissen, dass sie sich mit einem Ministaat auf der Westbank und in dem entsetzlichen Gazastreifen niemals zufrieden geben werden und können. Dass sie ja nicht nach Jericho zurück wollen, sondern nach Haifa und Jaffa und vor allem nach Jerusalem. Und Jerusalem ist für den Islam und für die Araber unverzichtbar. El-Quds, die Heilige, heißt die Stadt ja. Und was die Israeli betrifft, so wollen sie sich natürlich nicht in die Enge zurückdrängen lassen und in die militärische Gefährdung ihrer Westentaille, die dann entstünde. Und vor allem kann Israel doch nicht auf Jerusalem verzichten. Was wäre der Zionismus ohne Zion? Der Hass ist unendlich geworden zwischen den beiden verfeindeten Parteien. Ein Mädchen in Uniform besingt das Heldentum der neuen Makkabäer. Die Trauer einer Soldatenmutter um ihren gefallenen Sohn. Den Mythos von Jerusalem, der Stadt aus Gold und Blut.
Nicht Verwestlichung und Modernität, nicht Verweltlichung und Diesseitigkeit hat Israel den arabischen Nachbarn, den abrahamitischen Brüdern und Erbfeinden überzeugend vor Augen geführt. Die jüdische Staatsgründung hat die muslimischen Rivalen um die Gunst Gottes auf den Weg der eigenen mystischen Rückbesinnung verwiesen. Der Streit um Jerusalem, so sagt ein eminenter Experte des Orients, sei keine politische Auseinandersetzung. Hier gehe es um eine Frage des jüngsten Gerichts.